Als erstes schließen wir unseren Druckminderer an. Wir haben hier unten den Gasanschluss, der vom Schweißgerät kommt, mit einer Schlauchtülle, die allerdings zu groß ist für diesen Schlauch. Es wird aber mitgeliefert die richtige Größe und die wird dann hier auf den Schlauch montiert und hier angeschlossen. Wir haben jetzt den Druckminderer an unsere Gasflasche montiert. Wichtig, dass wenn wir zum Beispiel Stahl schweißen, dass wir dann auch das Gas für Stahl haben. Wir haben hier das Schweißgerät mit dem Druckminderer verbunden und als nächstes fädeln wir den Draht ein.